Willkommen zurück bei Desert. Weiter geht's. Wir stehen vor dem zweiten Boss. Der Feuerteufel war das, der uns hier. Oh, the fuck? Da geht schon los. Registriert. Lockdown aktiv. So, probieren wir es mal mit. Oh, müssen mich mal heilen, ne, bevor wir loslegen. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Hau ich dem mir die Arme alle ab. Zumindest ein paar, die ich erwische. Oh, 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 Heilung, Heilung, Heilung. Jetzt repariert er sich wieder. Okay, ich bin überhaupt nicht drin, bin gerade rein ins Spiel. Das ist eine neue Aufnahmerunde. Komm schon, weg damit. Nice. Oder? Doch. Okay, der erste Arm ist kaputt. Ich überlege gerade, was Phase 2 war. Oder sogar 3. Gab es nicht sogar noch eine dritte Phase? Da sollte ich weggehen. Ich hoffe, das Webcam-Bild ist für euch nicht zu dunkel. Ich bin mittlerweile so weit im Vorlauf, dass noch eine Woche normale Folgen kommen und dann ist das NG Plus gestartet für euch. Deswegen kann ich überhaupt nicht auf Feedback eingehen, falls die Webcam irgendwie stören sollte. Jawohl, noch einen Arm ab. Ich glaube, zwei Arme behält er. Okay, das war doof. Ach, fuck, ich wollte mich nicht heilen. So, jetzt hauen kaputt. Okay, Phase 2 beginnt. Was hatte der in Phase 2 nochmal drauf? Würde ich wieder ein zu viel. Oh shit. Und dreht er sich jetzt wieder? Ja, gut angerauscht. Ich würde den eigentlich schon gern. Fuck, bin ich ins Feuer. Wie den ersten Boss beim ersten Mal jetzt packen. Kann ich dem denn die anderen beiden Arme noch abhauen in der zweiten Phase? Wahrscheinlich schon, aber ich müsste schnell sein. Ich kann ja auch mal wieder Schaden machen, wenn ich rankommen würde. Okay, noch ein Arm ist ab. Super. Oh! Hat er mich doch erwischt. Verdammt. Nur noch ein Arm. Ui, da hinten. Soll ich denn da rankommen? Ah, okay, so vielleicht.
Nice. So, jetzt hat er keine Arme mehr. Ich habe gedacht, er beschwört sich da gerade einen neuen Arm. Das sah ihm so aus. Okay, ich versuche einen Schlag und nicht mehr. Das andere ist wahrscheinlich der Selbstmord. Fuck, weg. Das war gut. Nice. Ich glaube, zwei Schläge noch. Ey, wie immer. Ich hab gedacht, zwei reichen, dann ist er kaputt. Aber er braucht noch ein oder zwei. Okay, vielleicht reicht er jetzt schon. Nice! Feuerteufel 2.0? Oh, einhändig Level 20. Super. Jo, 6 Minuten hat der Kampf gedauert. Klasse. Tatsächlich. Der ist sogar besser als Feuerteufel 1.0 vom normalen Spiel. Das ist ja eine tolle Überraschung jetzt, muss ich mal sagen. Macht ein bisschen mehr Schaden. Nicht schlecht. Einmal hätte ich mich noch heilen können. Das lief ganz gut, okay. Die erste Phase war total durcheinander. Wie gesagt, man muss immer erstmal so ein bisschen reinkommen. Soll jetzt keine Ausrede wieder sein, aber es ist manchmal so. Und ja, hat dann doch noch super funktioniert, bin ich sehr zufrieden. Und wir spielen jetzt erstmal wieder bis dahin, bis wir den Exosuit haben, mit dem wir durch die Sicherheitstüren dann auch kommen. Warte mal, wo geht's denn hier weiter? Und dann gehen wir nochmal zurück in die anderen Gebiete. Diesmal machen wir's. Ich habe das, ja, wie gesagt, im ersten Spiel, da war das. Trifft er mich jetzt doch noch? Ich dachte, da kann ich bis in die Ecke springen. Gehen da gleich weiter. Ich will mal hier hinten gucken. Hier war noch ein Exolift. Okay. Wir haben ja eine Abkürzung noch nicht freigeschaltet. Ui. Sieht aus, als hätten wir unseren kleinen Langfinger gefunden. Wahrscheinlich ist es dieselbe Übeltäterin, die sich auch an den Laborlagern zu schaffen gemacht hat. Hat einen Biomaster gemopst und fallen gelassen, als sie vor mir davonrannte. Sah aus, als wäre sie auf dem Weg zum verlassenen Laborkomplex. Wenn ich zurück bin, schreibe ich einen vollständigen Bericht. Soll der Werksschutz die Sache ab jetzt übernehmen? Okay. Ach, hier sind wir. Tut mir leid, aber. Alles klar. Ich kann nicht länger warten. Ich gehe mal kurz hier hin. Ich hoffe, es geht euch gut. Dass ihr immer noch da draußen seid. Dass ihr einen sicheren Fleck gefunden habt. Ich werde die Magnetbahn zu den alten Biolaboren nehmen. Versucht dorthin zu kommen, wenn ihr könnt. Ich werde auf euch warten. Klasse, jetzt haben wir den anderen. Meine Gedanken und Gebete sind bei euch. Shortcut nochmal freigeschaltet. Dann hole ich mal den Fahrstuhl runter. Und. Ja, klasse. Dann geht's weiter. Und dann kommen wir hoffentlich bald in das Gebiet, in dem ich dann das erste Mal wieder richtig schön farmen kann. Da freue ich mich drauf. 45.000 Altmetall haben wir dabei. Da würde ich sagen, wir brauchen aktuell für ein Level, wo steht's, 61.000, dass ich jetzt einfach, ich glaube, wir haben in der Medibay noch was. Ich warte erstmal, bis wir in der Medibay sind und dann schaue ich mal, dass wir wenigstens noch ein Level machen können.
Benötigst du Hilfe, Warren? 72.000 haben wir. Ja, super. Level 98. Könnte ich denn so eine kleine Heilung gegen eine große eintauschen? Das geht sogar. Es reicht gerade so. Ach ja, genau. Die brauchten 3 Kernleistungen mehr als die kleineren, als die V3. Okay, super. Das heißt, wir haben jetzt 9 große und 12 mittlere dabei. Na gut, mehr können wir noch nicht austauschen. Da fehlt uns eindeutig noch die Kernleistung zu. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Mir fällt gerade was ein. Ich bleibe erstmal bei der kleinen Waffe wieder. Wir können später wieder wechseln. Hatte gerade überlegt, die andere Waffe nochmal abzugraden, aber wir lassen es jetzt erstmal dabei. Erstmal wieder mit der kleinen Waffe ein bisschen einspielen. Ja, die Stäbe immer noch auf 2. Montierte Waffen, einseitig montiert 3. So, ich hatte mich doch letztes Mal irgendwann vor x Folgen gewundert, warum sich meine Ausdauerregeneration so signifikant erhöht. Und zwar liegt das am gesamten Gorgon-Set, was wir anhaben. Kann vielleicht noch jemand ein anderes Set empfehlen, was ich mal probieren kann? Das haben wir jetzt auch schon ewig an. So, wieder zurück in der Giftmüllaufbereitung. Wollte nicht jetzt. Ha! Tja. So schnell kann es dann doch gehen. Sei vorsichtig da draußen. Ja, danke. Der Tipp kommt eindeutig zu spät. Mann, ey. Kann ich denn... Ah, hier. Ich dachte, die alten Teile, die MK1, MK2 und so weiter, kann ich auch noch zerstören, um vielleicht da ein bisschen Altmetall rauszubekommen. Das geht aber nicht. Die behalten wir bei. Na gut. Das Altmetall holen wir wieder, das dürfte kein Problem sein. So dumm gestorben, ne? Hat er mich eben erwischt oder warum der ganze Schaden? Geht doch. Warum nicht gleich so? Steht der Fette eigentlich hier hinten wieder? Nee, ne? So, jetzt können wir hier rechts um die Ecke gleich die andere Tür nehmen und dann geht's weiter. Wusch. So, die hatten wir vorhin geöffnet. Unterstützungslink 1 und da hinten durch, halt. Da geht später weiter. Da können wir dann da oben mit einer anderen Drohne, müssen wir dort was öffnen. Das können wir aktuell noch nicht. Schon klar, schon klar. Ich hab's wieder und wieder gesagt. Aber Creo versteht mich. So liegt hier noch was rum, nee. Besonders gut. Ganz klar. Wir kennen die Zahlen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller oder... Ja, wir kommen ja auch gut voran, also wenn ich mir jetzt einfach nicht nochmal die Zeit nehme. Wie gesagt, erstmal bis zu dem Sicherheitsupgrade für den Exo-Rig und dann gehen wir nochmal zurück und öffnen auch mal die anderen Türen alle. Ach, guck mal.
doch irgendwo was sein. Oder? Liegt hier nichts rum? Okay. Na gut, da hinten liegt was. Warnung! Dies ist ein Quarantänebereich. Bitte bleibt in der Servicestation, bis alle potenziellen Gefahrenquellen. So, die Lager mal 63.000 brauchen wir jetzt für ein Level. Wurden. Bitte bleibt ich überlege schon. Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir nicht vielleicht nochmal gegen ein Alt, diesen plus 40% Altmetall austauschen. Aber was? Das mit der Kernleistung bräuchten wir, sonst kann ich. Das braucht plus 1. Plus 50 Ausdauer, plus 50. Wir kriegen ja auch wahnsinnig schnell Ausdauer. Ich nehme mal das eine raus und nehme mal dafür. Oh, wo ist es denn? Hier. Plus. Ach so, das braucht 5. Ich möchte aber auch ungern das Leben rausnehmen. Dann lasse ich jetzt erstmal alles so, wie es ist. Bitte wartet innerhalb der Servicestation, solange die Sicherheitsabriegelung aktiv ist. Ach, das war der Bereich. Oh Gott, ja. Oh, ich erinnere mich. Hm. Wurden angefordert. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation, bis die Situation geklärt wurde. Zugewiesene Säuberungsteam, bitte beim Einsatzleiter zur Missionsbesprechung melden. Es sind dann halt nochmal 800 mehr, wenn ich die 40% drin hätte. Das ist schon nicht schlecht, also direkt von Anfang an. Hallo? Achso, Schrotthaufen aus Metall lassen die fallen. Gut. Ich glaube, da hinten ging es nicht weiter, deswegen gehen wir erstmal. Also hier geht es nicht weiter, deswegen gehen wir erstmal hier hin. Gut. Geht's immer noch nicht weiter. Ah ja. Jetzt kann ich da unten aufmachen. Da hinten hinter den Kisten ist nochmal fies so ein Roboter mit Arm versteckt. Den krallen wir uns gleich. Ich gehe nochmal eben zurück. Alleine bei denen, die wir gerade die beiden besiegt haben, habe ich am Anfang schon länger gehangen. Ist halt toll, ne? Auf der einen Seite, man kommt deutlich schneller durchs Spiel, weil man halt die Gegner soweit erstmal alle kennt. Ach hier. Automate V2. Aber so schnell, also da hat mir, hatte ich es schon erzählt, ich weiß es nicht. Da hatte mir Dark Souls beim ersten NG Plus Durchlauf deutlich mehr Probleme gemacht. Hui, ah, hier ist wieder einer dieser. Ui, den habe ich aber gut, das, war nicht schlecht. Mit dem hatte ich jetzt Gott sei Dank mal keine Probleme. Und ab. Na, komm her.
ja, stimmt, das brauchen wir ja erst noch. Das habe ich vergessen. Huh. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Dann erstmal hier oben wieder in den Aufzug rein. Ach stimmt, da geht es doch wieder nach draußen. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Ein Abschnitt, den ich komplett verdrängt habe. Hm, hast du MK8 schon dabei? Das wäre ganz geil. Das hat gar nichts dabei für uns. So, wo ist denn der andere? MK7. Oh, hallo. So, ich werde jetzt die Folgen wahrscheinlich ein paar Minuten länger machen. Vielleicht so 5 Minuten, 6, 7 Minuten. Hatte ich mir immer überlegt, weil, wie gesagt, ich bin jetzt so weit im Voraus. Da ist jetzt auch egal, wenn die mal ein paar Minuten länger gehen. Oben lag. Ach, das hat sich nicht geöffnet? Okay. Schade. Da lag da gerade noch. Da hinten liegt noch ein Item. Hm. Da komme ich doch. Könnte ich mich nicht von hier irgendwo runterfallen lassen? Doch, hier. Oder? Verrecke ich hier? Ah, ich komme gar nicht runter. Mist. Das geht nicht. Vielleicht später. Ach halt. Ach ne, da braucht man wieder diese Sicherheits-Exo-Rig. Gut, der führt uns nach oben. Dort können wir erstmal die Heilung wieder aufstocken, was wir eigentlich gar nicht brauchen, da wir noch 11 bzw. 9 von den Großen dabei haben. Bekomme ich dann mit dem nächsten Exo-Rig nochmal 4 Implantatslots? Sprich für Stufe 115, 25, 35, 45. So, hier waren wieder fiese Drohnen. Könnte ich auffrischen. Lasse ich aber erstmal. Werden wir wahrscheinlich gleich noch brauchen. So, und das hier unten war ja das erste Mal für mich ein bisschen, naja, schon recht stressig nicht, aber es war nicht so einfach. Okay, den konnte ich nicht exekutieren. Müsste ich aber mal wieder machen. So, komm mal ein bisschen zurück, nicht, dass du mir da runterfällst. Um den Multiplikator anzuheben. So, da oben liegt was. Hm. Ah, wollte er nicht springen. Energetische Batterie V2. Oh, da wartet schon der nächste.
Das ist wieder so ein größerer, glaube ich. Der ist komplett gepanzert. Und den machen wir aber beim nächsten Mal. Und hier unten alles weitere auch. Da sind wieder diese komischen Skorpione. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.